Stell mir gerade so vor, dass irgendjemand in 10.000 Jahren diesen Kanal hier findet, ne? Und dann wird so geforscht und so. Und einige Leute halten mich so voll, ja, ist ja voll geil, voll interessant, voll der intelligente Typ und witzig und alles. Und andere, so eine andere Gruppe sagt, nee, der ist voll die Pfeife. Das wäre gut, ey. Herodot war der Dädeflachs der Antike. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ein gewisses Niveau muss diese Diskussion schon haben. Ja, Das dafür heißt, sorgen wir hier. Sie müssen Nicht bestimmte Sie. Vorkenntnisse mitbringen. Und die haben Sie nicht. Ich habe sie. Sie irren sich. Aber Sie sagen. Googeln Sie einfach. Merkwürdiges geht vor auf der Insel Usedom, genauer vorgelagert in der Ostsee. Zumindest wenn man einem Schild am Strand von Koserow glauben mag, denn dort wird Bezug genommen auf die sagenumwobene Stadt Vineta. Vineta selbst lag vorgelagert und ist in den Fluten versunken, weil die Menschen zu gotteslästerlich gewesen sind. Und immer wieder gibt es Menschen, die daran glauben, dass alle Jubeljahre Vineta sich wieder aus den Fluten erhebt. Aber Menschen glauben auch, sie haben Engel gesehen. Nun muss man sagen, es gibt vereinzelte Hinweise in Schriften aus dem alten Polen oder auch aus dem Herzogtum Pommern. Allerdings lokalisieren sie Vineta immer wieder an anderen Stellen in Norddeutschland. Und das erinnert uns doch an etwas Bekanntes, an Atlantis. Nun, es gibt immer wieder Menschen, die Atlantis an einem ganz speziellen Ort der Erde vermuten. Und ich dachte, wir überprüfen das mal anhand der Quelle Platon. Mein Name ist Dede Flux und heute schauen wir, ob die Rickard-Struktur wirklich Atlantis ist. Heute geht's nach Afrika, genauer gesagt in die Westsahara, da ist ja immer einiges los. Und dort gibt es das hier, das Auge der Sahara, die Rickard-Struktur oder Kolb Arissat. Und ihr seht schon, was daran Besonderes ist, es sieht ziemlich cool aus, ein riesiger Kreis mit tiefen Gräben. Aber kann das Atlantis sein? Nun schauen wir uns doch einfach mal die Fakten an, was Platon bzw. Plato für den Lateiner geschrieben hat. Plato hat behauptet, dass die Ebene von Atlantis sich 600 Kilometer ins Landesinnere vom Meer erstreckt hat und dass die Ebene in der Breite quasi 400 Kilometer gewesen ist. Atlantis selber soll nur 10 Kilometer vom Meer gelegen haben. Wenn wir uns das mal auf der Karte ansehen, dann kommen die 600 Kilometer schon hin, aber nur wenn man vom Meer bis zum Stadtkern messen würde. Und die 400 Kilometer Breite nicht ganz. Weiterhin soll es im Norden Berge gegeben haben, die Atlantis überschattet haben. Und zwar Berge, die so wunderschön und riesig gewesen sind, wie man sie noch nie zuvor gesehen habe. Nun, Mauretaniens größter Berg ist 918 Meter hoch, der Olympus Mons. Junge, Alter, der Olympus Mons liegt auf dem Mars, also da, wo wir sowieso nie hinkommen, und ist 22.000 Meter hoch. Er meint den Olymp. Der ist 2.915 Meter hoch und den hat Plato sicherlich schon mal gesehen. Das heißt, es kann diese Berge zumindest nicht sein. Was es aber sein könnte, wäre das Atlasgebirge. Das ist wirklich riesig und liegt nördlich, jedoch mehr als 1000 Kilometer entfernt. Und kleiner Fun Fact, ich war da und ich kann euch sagen, das sieht wirklich cool aus, wie aus H.P. Lovecrafts Berge des Wahnsinns. Between Casablanca and here, the Mission Impossible, I think six. Mission Impossible 6? Yeah, Mission Impossible. Do you know Mission Impossible? Yes. Tom Cruise. Yes. Yeah. With the motors, the motorcycles. Yeah. It was here. Das passt also auch nicht, aber wir geben nicht so schnell auf, oder? Wir gucken mal, was Platon weiterschreibt. Er sagt, die gesamte Ringmauern von Atlantis sollen mit Bronze und Zinn bedeckt gewesen sein, die Dächer aus Gold und genauer genommen sollte es sowieso einen riesigen Tempel gegeben haben, den Tempel des Poseidon, der aus purem Gold bestand. Hat man davon etwas gefunden?
Nun leider nicht. An der Rickard-Struktur hat man keinerlei solche Ablagerungen durch die Oxidation gefunden, die man definitiv finden würde, wenn es solche riesigen Mengen dort gegeben hätte. Und es ist undenkbar, dass Generationen von Forschern, die an der Rickard-Struktur geforscht haben, dieses alles übersehen haben, während sie die Geologie und die geometrischen Formationen sozusagen, nicht geometrisch, sondern geologisch, untersucht haben, dass sie das dabei übersehen haben können. Aber zurück zu Plato. Plato hat seine Ideen über Atlantis übrigens von Solon. Solon war ein Mensch, der zu den Ägyptern gereist ist, die damals den Griechen als das intelligenteste und fortschrittlichste Volk bekannt waren. Solon hat dort von Atlantis erfahren, aber weniger als wahre Geschichte, sondern eher als eine Art Elegie, einem Klagelied, sehr lyrisch und kunstvoll. Das ist in etwa so, als wenn ich jetzt in die USA reise, dort eine Geschichte höre von Alf, zurückkomme, euch von Alf erzähle und ihr allen Leuten um mich herum erzählt, dass es in Amerika Leute gibt, die mit Aliens zusammenleben. Aber noch besser, denn Solon hat Plato nicht etwa die Geschichte erzählt von Atlantis, sondern sie lebten ungefähr 132 Jahre auseinander. Das heißt, Plato hat diese lyrische Geschichte auch nur gelesen. Aber Solon war ja auch nicht der einzige Reisende. Es gibt zum Beispiel noch den Völkerkundler und Geschichtsschreiber und Geographen Herodot. Und Herodot hat wirklich viel geschrieben, gerade über die Ägypter. Und dort hat er alles Mögliche beschrieben, die Kunst, die Riten, die Religion, die Herrschaftslinien, die sexuellen Gewohnheiten. Er hat also so ziemlich das gesamte Leben der Ägypter erfasst. Und wisst ihr, über was er nie irgendwas geschrieben hat? Atlantis. Nun, ganz kurz nur, weil ich weiß, hundertprozentig gibt es einen mindestens unter euch, der das weiß. Herodot selbst ist etwas umstritten, denn manche Leute glauben, er wäre so etwas wie ein antiker Lügenlord gewesen, der in seiner Schanze gesessen hat und nie auf Reisen gegangen ist, sondern vielmehr sich die ganzen Geschichten ausgedacht hat. Ich stell mir gerade so vor, dass irgendjemand in 10.000 Jahren diesen Kanal hier findet, ne? Und dann wird so geforscht und so und einige Leute halten mich so voll, ja, ist ja voll geil, voll interessant, voll der intelligente Typ und witzig und alles. Und andere, so eine andere Gruppe sagt, nee, der ist voll die Pfeife. Das wäre gut, ey. Herodot war der Dede-Flax der Antike. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Aber kommen wir mal zum Wichtigsten von Atlantis, die Geschichte des Untergangs. Die besagt nämlich, dass ungefähr 9600 vor Christus haben die Atlanter Krieg mit Athen geführt und hatten eine riesige Streitmacht aufgebaut und wollten damit Athen überfallen. Doch die Athener haben sie besiegt und haben dann Atlantis sozusagen vernichtet. Dadurch ist es dann im Meer versunken. Jetzt gibt es nur ein einziges Problem an der Sache. 9600 vor Christus, Stadtstaat gegen Stadtstaat. Das Problem ist nur, dass die frühesten Funde um Akropolis, also in Athen herum, ungefähr auf 5000 vor Christus datiert werden. 4600 Jahre später. Es gab 9600 vor Christus noch gar keine Athener, gegen die Atlantis hätte Krieg führen können. Bäm, Alter. Gibt's auf jeden Fall einen Schuss mit der Props-Pistole. Respekt! Respekt! Ja gut, Platon hat sich später herausgeredet mit den sogenannten mystischen Hellenen, den sogenannten Urathenern, auf denen auch die mystische Gründungsgeschichte von Athen zurückgeht. Aus der Zeit gibt es allerdings überhaupt gar keine Überlieferungen und auch keine Stücke, die man gefunden hat, aber ganz sicher wird es die gegeben haben. Bruder, 300 Tonnen, wir haben transportiert in Arschlöcher. Okay, das ist heftig. Arschlöcher, Kolumbien, Nigeria, Frankfurt, Bonner Loch. Aber tut sich weh, Arschlöcher? 300 Tonnen. Also mehr Puppe würde wehtun. Bruder, vertrau mir. Wie man es dreht und wendet, es weist alles auf die offensichtliche Realität hin, dass die Geschichte von Atlantis einfach erfunden wurde. Und es zeigt deutlich,
dass jede Theorie, die in der Realität irgendwas finden will und dafür Platons Worte benutzt, auch ebenso Quatsch sind. Es besteht zudem aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt gar keine Chance, dass die Rickard-Struktur Atlantis gewesen ist, selbst wenn wir mal annehmen, dass Atlantis wirklich existiert hat. Aber ist die Rickard-Struktur nun völlig nutzlos und unwichtig? Nein, also im Grunde genommen sieht sie erstmal ziemlich cool aus. Das hatten wir ja am Anfang schon. Aber nicht nur wir finden die Struktur cool, sondern auch unsere Vorfahren. Der Homo heidelbergensis zum Beispiel hat dort eine Art Abbaustation betrieben. Wahrscheinlich auch mehrere. Aufgrund dessen, dass die Erde nämlich aufgefaltet war, konnte man dort viel leichter an Material für Speerspitzen oder Faustkeile kommen. Und davon hat man tatsächlich in der Gegend welche gefunden. Jedoch hat man keine Hütten oder Häuser gefunden, deswegen geht man davon aus, dass die Ringe mit den Abbaustellen eher temporäre Rastplätze waren auf der Jagd oder bei der Durchreise. Was man aber nicht gefunden hat, sind Überbleibsel einer Hochzivilisation oder einer gigantischen Stadt mit 12.000 oder mehr Personen. Es ist unvorstellbar, dass so etwas dort existiert haben könnte. Und zum Schluss findet man nicht mal mehr irgendwie einen bronzenen Türbeschlag oder Keramik oder sonst irgendwas. Jetzt gibt es natürlich Leute, die behaupten, naja, da hat es einen Vulkanausbruch gegeben und das wurde alles ins Meer geschwemmt oder verschüttet. Wer etwas glauben oder nicht glauben möchte, findet dafür seine eigenen Beweise, die im Rahmen des Confirmation Bias selbstverständlich die eigene Meinung tragen. Vielleicht wurde dort auch eine riesige Stadt durch einen Nuklearschlag ausgelöscht. Damit hätten wir dann mehrere Sachen eigentlich bewiesen. Hochzivilisation, Nuklearkrieg, Atlantis, alles Mögliche. Ihr könnt ja gerne mal ins Zivilisationsvideo reinschauen. Aber bleibt eigentlich noch zu klären, warum sieht das Auge der Sahara eigentlich so aus, wie es aussieht? Zuerst dachte man vielleicht an einen Meteoriteneinschlag und wenn man sich das Ganze so anguckt, ist das erstmal plausibel. Allerdings muss man sagen, dass sich im Auge der Sahara kein Fremdmaterial findet, was dann sicherlich mitgebracht worden wäre. Außerdem hätte ein Einschlag solch eines riesigen Ausmaßes mehr bewirkt, als lediglich den Boden ein bisschen aufzufalten. Und nein, es war immer noch keine Nuklearwaffe einer Hochzivilisation. Ебать! Вот это за взрыв! Вот это за взрыв, дуже голосно було! Ёб твою мать! Зараз буде ще! Зараз буде ще один! Ich muss sagen, ich bin kein Geologe, aber ich habe auf ScienceDirect.com eine französische Erklärung gefunden, die ich euch in den Beschreibungen unten verlinkt habe. Die könnt ihr euch ruhig mal ansehen. Das ist wirklich sehr interessant mit diesen ganzen Fachwörtern und so. In kurz, es sollen sich ringförmig mit Magma-Zwischenräume aufgefüllt haben, die den ganzen Boden quasi wie eine Kuppel hochgehoben haben. Erosion und hydrothermale Aktivität haben dann quasi alles so abgefeilt. Und die verschiedenen Gesteinsschichten und Gesteinsarten haben dann diese merkwürdige Struktur geformt. Davon gibt es übrigens eine Menge weltweit, aber keine davon ist so gigantisch. Falls ein Geologe unter euch ist, der das besser erklären kann, ballert es mir in die Kommentare. Ich hänge es natürlich dann als ersten Kommentar an. Und jetzt wissen wir Bescheid über das Auge der Westsahara, die Rickard-Struktur und Platon, Herodot und Atlantis. Vielen Dank fürs Zusehen, passt auf euch auf und Atlantis hat nie existiert. Macht's gut, bis dann, ciao. Nein. Ich kann dann nur lachen, entschuldigen Sie. Ja, aber Sie kennen... Sie haben doch gar keine Ahnung. Putin hat gesagt... Ach, jetzt rede ich mal. Augenblick.